Vielleicht hast du den Spruch mitbekommen, dass deine persönliche Entwicklung das Limit nach oben ist für deinen unternehmerischen Erfolg. Und damit dieses Limit ein wenig nach oben steigt, habe ich dir heute ein wichtiges Video produziert zum Thema, was ist der Unterschied in der Denkweise von Unternehmern und Angestellten, damit du, wenn du dich selbstständig machen willst, weißt, worauf du dich einlässt und wenn du bereits selbstständig oder Unternehmer bist, was du noch optimieren kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht nur die X-Group gegründet, sondern auch viele andere Unternehmen und mehrere tausend Unternehmer begleitet von der Gründung bis zum Betriebsverkauf. Und aus dieser Erfahrung kann ich dir ganz genau sagen, was dieser Unterschied in der Denkweise ist und weshalb das für dich so wichtig ist, diese neue unternehmerische Denkweise auch zu praktizieren. Damit du diesen Unterschied schnell erfassen und auch übertragen kannst, habe ich ein Modell mitgebracht, ein Modell aus der Praxis, was du auch im Internet recherchieren kannst. Und zwar habe ich als Modell ein System ausgewählt, in dem ich meine erste Berufsausbildung gemacht habe. Nehmen wir mal an, du bist Angestellter, zum Beispiel ein Scharfschütze. Dann bist du ein spezialisierter Experte, eine ausführende Kraft. Du besetzt irgendeine Nische. In anderen Unternehmen ist das der Buchhalter, ist es der Sachbearbeiter, ist es der Verkäufer, der Lagerarbeiter oder der Kraftfahrer. Sicherlich kann es auch sein, dass du inzwischen einige Jahre Erfahrung gesammelt hast und dich persönlich auch weiterentwickelt hast zu einer Führungskraft. Dann bist du vielleicht der Vorgesetzte von dem Scharfschützen. Dann bist du Truppleiter oder Gruppenleiter. Vielleicht bist du der Zugleiter oder der Kompaniechef, der Bataillonschef oder sogar der Divisionschef. Aber neben deinen Abteilungen, nehmen wir mal an das Heer, gibt es noch ganz andere Firmenbereiche, Unternehmensbereiche in diesem Modell. Es gibt die Luftwaffe und es gibt die Marine. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was soll dieses militärische Modell? Sieht es wirklich in deiner Firma anders aus als hier? Ich glaube nein. Bei dir heißt es nicht Heer, sondern da hast du dann vorne die Marketing- und die Sales-Abteilung, die dafür verantwortlich ist, den Kunden zu erreichen und den Kaufabschluss zu tätigen. Und sicherlich hast du auch nicht den Bereich der Luftwaffe, sondern das heißt dann bei dir Operation, also Ausführung, Verkauf, Produktion. Du hast den Bereich Finanzen und du hast dann natürlich auch keine Marineabteilung, sondern hast die Personalabteilung. Du hast den Bereich der IT, den Bereich des Office Management, ganze Lagerlogistik. All das ist in deinem Unternehmen auch in solchen Strukturen aufgebaut. Und als Angestellter hast du irgendeine dieser Positionen in irgendeine dieser Abteilungen. Entweder du bist ganz unten in der Hackordnung als Spezialist, als Ausführender oder du bist irgendwo dazwischen in einer dieser Führungspositionen. Und damit diese unterschiedlichen Dienstbereiche, Waffengattungen alle auch gut geführt werden, dass sie das Gesamtziel erreichen, Land zu verteidigen, zu beschützen, was auch immer, gibt es den General. Und dieser General muss natürlich alle drei Bereiche kennen. Er muss zwar nicht besser sein als der Scharfschütze, und genauso gut schießen, wie vielleicht der Experte dort ausgebildet ist. Aber er muss wissen, wie der Scharfschütze eingesetzt wird. Und genauso wenig muss der Unternehmer Spezialist sein für Marketing, für Sales, für Operation, für Buchhaltung und Personal. Aber er muss alle diese Bereiche kennen und in seinen Entscheidungen in der Lage sein, zu berücksichtigen. Das bedeutet, als Angestellter arbeitest du nicht schlechter oder besser als Unternehmer. Du denkst nur anders. Du denkst in deiner speziellen Nische und bist darin Experte und wahrscheinlich auch besser als dein Chef oder der Unternehmer. Wenn du aber unternehmerisch tätig sein willst, bedeutet das zunächst mal, dass du all diese Bereiche kennenlernst. Dass du in der Lage bist, das alles zu verstehen, was dort läuft. Und dass du darüber, in der sogenannten darüberliegenden Ebene, Metaebene sagt man auch gerne, in der Lage bist, zielführende Entscheidung zu treffen. Wenn du dich nur selbstständig machen willst, zum Beispiel als Buchhalter oder als Trainer, dann wirst du deine Arbeitskraft, die du bisher als Angestellter verkauft hast, nun am freien Markt unterbringen. Dann bist du Freiberufler oder Selbstständiger, Solounternehmer. Wenn du aber wachsen willst, wenn du also ein richtiges Unternehmen werden willst, dann brauchst du als Unternehmer die gleiche Denkweise wie ein General. Und die bekommst du natürlich nur, indem du erlernst, wie die einzelnen Dienstbereiche in einem Unternehmen auszusehen haben. Wenn du aber ein Unternehmen aufbauen willst, dann heißt es, wie ein General zu denken und dich für alle Unternehmensbereiche zu interessieren und dich zu informieren. Aber du wirst sehr unwahrscheinlich deine eigene Webseite bauen, die Software programmieren, die Buchhaltung selbst machen, die Jahresabschlüsse selbst machen, alle Dienstleistungen selbst zu machen, die Personalausschreibung selbst zu machen, die Personalführung und die Lohnbuchhaltung zu machen. Das wird unmöglich sein, sondern du wirst dann Zug um Zug mit dem Wachstum deines Unternehmens selbst mitwachsen und Stellen deinem Unternehmen schaffen, wo du dir dann weitere Experten hineinholst. Wie bekommst du nun am schnellsten dieses Generaldenken?
Sehr unwahrscheinlich würde dich dein Elternhaus oder deine Schule oder deine Universität darauf vorbereiten. Entscheidend ist hier, dass du das machst, was du auch machst, wenn du schwimmen lernen willst. Du springst ins Wasser. Das heißt also, versuche so schnell wie möglich, dich in Unternehmen einzubringen. Durch Praktika, durch Dienstleistungen, durch Studentenjobs, durch Mitarbeiten, durch vielleicht kombinierte duale Ausbildung, dass du diese Praxiserfahrung machst. Und zwar nicht nur in einer Abteilung, sondern in allen Dienstbereichen. Wenn du also das General, das Unternehmerwissen erwerben möchtest, dann liegt es an dir, dir einen Trainings- und Ausbildungsplan jetzt zu schreiben, wie du möglichst schnell in diesen Abteilungen das Wissen dir besorgen kannst. Einen Tipp möchte ich dir zum Schluss noch mitgeben, denn unsere Schulen und Akademien sind voll von Theoretikern, die nie selbst draußen die Praxis gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob du gerne von einem General geführt werden möchtest, der nie in einem Krieg war. Zusammengefasst also, such dir die praktischen Möglichkeiten, das Wissen in verschiedenen Abteilungen zu erlernen. Zweitens, such die Schulen und Ausbildung aus, wo praktisch erfahrene Lehrer auch unterwegs sind. Und drittens, verabschiede dich davon, dass du in allen Bereichen, in allen vielleicht 100 oder 1000 Stellen eines großen Unternehmens Experte sein musst. Das wirst du nicht. Auch der General ist nicht der beste Scharfschütze. Aber der General muss wissen, dass es den Scharfschützen gibt und wie er eingesetzt wird. Und das ist deine Aufgabe als Unternehmer, das alles zu erlernen und zu beherrschen. Gerne lade ich dich ein, jetzt nicht nur das Video mit Daumen hoch zu liken und den Kanal zu abonnieren für weitere Videos, sondern du kannst gerne auch ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Gerne helfen dir unsere Berater dabei, entweder dein Unternehmen zu entwerfen und dich dabei zu unterstützen, die richtige Struktur aufzubauen, oder sie helfen dir ja dabei, die entsprechenden Engpässe in einem bestehenden Unternehmen zu entdecken und Handlungsmaßnahmen zu entwickeln, diese zu beheben.